Sonst klappte das. Und jetzt zum Vollpflanzhimmelchen. Es müsste wieder eingeschickt werden. Es ist wieder verstimmt, aber es ist auch zum Teil wieder meine Schuld, weil ich gerne hier unter das an das Rohrblatt gerne mal gehe. Das habe ich aber schon vor Monaten sein gelassen, aber das hat schon ausgereicht. Und mir ist aufgefallen, ein bisschen abgenutzt vorne sieht man, mir ist aufgefallen, dass der unheimlich viel Luft braucht. Für so ein kleines Hümmelchen mit einer etwas leiseren Lautstärke braucht er unheimlich viel Luft. Erstmal liegt es daran, der ist hier unten am Bodenstock undicht geworden. Man kann das sehen. Ich habe da schon öfter versucht, mit Teflonband wieder abzudichten. Das war nur kurzfristig und irgendwann zog er hier wieder Luft raus. Das merkt man richtig, wenn man die Hand so rüber hält. Und ich habe das Gefühl, dass das Mundstück, dass der Durchmesser viel zu gering ist und ich deswegen viel zu viel Luft brauche. Das ist auf jeden Fall recht merkwürdig. Leider klingt das deswegen auch so schief und ich wollte das mal irgendwann wieder einschicken, aber für mich lohnt das nicht, weil ich wollte mir sowieso irgendwann einen vierbodenigen Duday anschaffen, weil er einfach mehr besser klingt und ein bisschen edler aussieht. Und den benutze ich jetzt eigentlich nur, um die Griffe ein bisschen zu üben und das Handling mit Dudelsack. Aber ich spiele den leider auch jetzt immer und immer weniger. So, gucken, ob ich ihn mit einer Hand wieder aufgehängt kriege an meiner Wäscheleine. Ups, das war die Kamera. Klappt doch. So, ne? Was ich noch vergessen hatte, das ist mir gerade eingefallen. Bei meiner Zister habe ich das gleich mit einem Tonabnehmer bestellt. Dreiband-Equalizer-Tonabnehmer. Aber sieht man gerade nicht so im Licht. Zum Drehen, genau, da ist er. Lustigerweise, das hätte ich anfangs auch nicht vermutet, ist die Buchse, das Kabel, tatsächlich im Gürtelhalter versteckt. Das finde ich sehr clever. Ich habe auch festgestellt, wenn ich Videos aufnehme mit dem mit der Sister, dann brauche ich einen Verstärker, weil das sonst so leise ist. Jetzt kommen wir zum Herzstück einer Sammlung. Schön im schwarzen Koffer, den habe ich damals mir mitbestellt. Der Dudelsack. Ein wunderschönes Instrument, handgefertigt von Jürgen Ross. Das Holz müsste, glaube ich, Elsbeere sein, ich weiß es nicht genau. Es ist auch ein helles Hartholz. Er hat es aber mit durch die Behandlung von Tiefenöl und der sogenannten Flammung hat er so eine schöne tiefbräunliche Färbung, also eine schöne tiefbräunliche Färbung. Mit sehr vielen Schattierungen, das sieht man sehr schön. Der Lederbike müsste, glaube ich, aus Rennleder sein. Ich bin mir aber jetzt, will mich auch nicht festlegen. Ich habe ihn mir damals bestellt mit zwei Bordunen. Einen großen Bordun und der ist gerade auseinandergebaut. Das ist der Schallbecher. Einen großen Bordun und halt den mittleren Bordun. Ich habe mir irgendwann mal dann diesen kleinen Bordun nachbauen lassen. Und weil das leider, was ich ein bisschen bemängel, leider anfangs nicht dabei sind, waren Stöpsel. Er hat den ohne Stöpsel, baut er die. Das finde ich nicht so toll. Da habe ich gesagt, wenn du mir den Bordun ranmachst, dann kannst du mir auch gleich ein paar Stöpsel machen. Und da hat er mir die sogar umsonst berechnet. Das finde ich sehr lobend, so jetzt von Ihnen. Und das sind die Stöpsel. Und wer Jürgen Ross Handschrift kennt, der wird lachen. Das sind nämlich tatsächlich die Spitzen von den Schulhümmelchen. Die Bordunspitzen. Die hat er einfach nur nochmal geflammt und einen Stöpsel angesetzt. Das ist eine sehr clevere und geniale Idee, muss ich sagen. Sieht auch schick aus. Ja, hier ist das Mundstück dazu. Noch nicht richtig angeknabbert, weil es ist, glaube ich, Plastik oder irgendwas. Das finde ich ziemlich gut. Das ist dadurch ein bisschen hygienischer. Da geht das Holz nicht so schnell kaputt. Da hat man natürlich ein paar Bänzel ranmachen müssen. Das sieht natürlich besser aus. Dann gab es das. Das sind noch meine alten Rohrblätter. Ich habe den öfter mal einschicken müssen, weil er sich verstimmt hat. Anfangs habe ich natürlich wieder den Fehler gemacht, am Rohrblatt noch rumzufummeln. Und dann hat er mal ein härteres reingebaut, da war mir der Druck aber viel zu stark. Das hat man vielleicht bei einigen Videos gemerkt. Und dann habe ich ihn nochmal einschicken lassen. Und jetzt stimmt er so einigermaßen. Ich müsste da vielleicht nochmal mit Stimmwachs ran. Ich habe das noch nie gemacht, will das aber gerne mal machen.
Das ist auf jeden Fall das wertvollste Instrument in meiner Sammlung. Und ich muss auch ehrlich sagen, das Schönste. Einpacken. Kaputt gehen. Die Rohrblätter sind übrigens, bei den Bordunen sind das Plastik-Rohrblätter, Einfach-Rohrblätter. Mit so einer Zunge halt, ne? Und bei der Spielpfeife ist das ein ungewöhnlicherweise erstmal ein Schilfrohrblatt, das ist nicht ungewöhnlich, aber das ist ein Great Highland Bagpipe Rohrblatt ist. Das kann man hier nochmal ganz gut erkennen. Das sind Great Highland Bagpipe. Das wurde mal nachgebunden unten, das hat mal irgendeiner gemacht auf dem Fantasiespektakulum. Aber normalerweise ist hier wirklich nur schwarz und fest. Man kann die also dadurch nicht verschieben. Das ist sehr ungewöhnlich, aber er klingt. Man hört es ja. Ein sehr schönes Instrument. Einpacken. Ja, und das war eigentlich soweit meine Instrumentensammlung. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Aber weil mir noch so langweilig ist, präsentiere ich euch mal die Instrumente von meinem Papi. Durch Licht an, ist schon Duster. Geht das Licht an? Ja, mit Verzögerung. Er hat einmal diese schöne akustische Western-Gitarre, die ist glaube ich schon über 20, 10, 20 Jahre alt, die hat er sich mal damals geholt. Schön mit Cutaway. Von der Firma Sunrise. Die sagt mir jetzt so nichts, ich muss noch mehr Licht anmachen, merke ich gerade. Von der Firma Sunrise. Dann auch eine sehr schöne alte Gitarre in Gibson Les Paul Style, ist aber von der Firma Seymour. Hat er sich vor kurzem neu bünden lassen. Die Tonabnehmer hat er selber oder der Vorgänger reingebaut. Man merkt es, die sind nicht fest, die wackeln noch gerne mal ein bisschen. Die wollte er sich auch nochmal irgendwann erneuern lassen. Hier sieht man nichts. Da hängt normalerweise eine schöne originale Fender, die er momentan mitgenommen hat zum Urlaub. Da haben wir noch eine schöne Fender Djembe. Klingt auch so klein. Ein paar Rasseln mit lustigen Figuren drauf. Ein recht einfaches Keyboard. Ich glaube, das ist von Casio. Dann auch ein ungewöhnliches Instrument ist dieses hier. Es ist eine Mandriola. Das Instrument ist schon sehr alt, ich schätze mal 40 Jahre. Hat er damals von dem Erbauer geschenkt gekriegt oder direkt vom Erbauer bekommen? Ich weiß es nicht mehr so genau. Leider hat er sehr gelitten, weil er das damals häufig benutzt. Man sieht diese kleine Medaille oder was das sein soll, ist schon sehr verbogen, verbeult. Die Mechanik unten oben ist hier, ist ein Knopf ab, das stimmt was nicht, das ist und da, ne? Ja. Das Besondere an der Mandriola ist, statt wie bei Narzissta vier Doppelseiten, hat sie vier Dreifachseiten, die alles zwar auf denselben Ton gestimmt sind, aber in unterschiedlicher Höhe. Diese wiederum ist nun gar nicht gestimmt. Das kann man ganz gut hören. Man kann sie auch, das muss man seitlich zeigen, dessen Korpus hat sich total verzogen im Laufe der Zeit. Man sieht es hier ganz gut. Ist eigentlich nur ein Anguckstück, so ein Dekorationsstück. Ja, und das waren die Instrumente von mir und meinem Buddy. Tschüss.